Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Wir sind hier gerade dabei, uns ein bisschen mit den Leuten zu unterhalten. Ein Ich paar, kann nicht besonders gut schießen, aber ich gebe mein Bestes. ja, Quests annehmen. Gucken mal, wo haben wir was zu tun? Hier hinten ist erstmal, denke ich, nichts. Da geht's noch zur Normandie. Da ist Faidan. Faires Gate-Angriff. Ihr seht schon. Ja, wir haben ein bisschen noch erst noch was zu tun. Noveria, Interesse der geht. Naja, Noveria sind wir ja nicht. Wir sind erstmal auf Pharos. Das heißt, wir werden erstmal versuchen, irgendwie diese Problemchen von den ganzen Leuten hier zu lösen. Ich denke, das ist das Einzige und Beste, was man jetzt erstmal machen kann. Gehen wir erstmal an Bord. Diese Leute haben zwar Mumm, aber die Geht sind unbarmherzig. Mein Volk weiß das besser als jeder andere. Ja, das glaube ich dir sogar. Tür rauf. Und dann ganz langsam wieder zurück in die Tunnel. Da gibt's Geht, da gibt's Wasser und vielleicht auch ein bisschen Fleisch. Müssen wir mal schauen. Okay, hier lang. Ich hatte doch vorhin einen Weg zum proteanischen Skyway. Nee, da wollen wir erstmal nicht hin. Ich glaube, von hier hinten kam ich, ja. Ja, genau. Hier hinten waren wir schon, also gehen wir mal die Treppe rauf. Das war der Weg, den ich das letzte Mal verkehrt gelaufen bin. Oder wo ihr ja nur stumm wart, oder? Nein, halt. Diesmal bin ich verkehrt. Dann gehen wir weiter. Also doch den Weg hier hinter. Oh, Dreck. Muss ich mir die Haare waschen. Alles dreckig. Verdammt. Okay. Runter. Noch scheint ja alles sauber zu sein. Aber ich wette, es kommt hier. Ich bräuchte wahrscheinlich gleich ein bisschen Unterstützung. Oder auch nicht. Haben wir hier alles schon aufgeräumt? Das würde mich doch arg wundern. Ah, siehst du, guck mal, da hinten ist auch was. Und rein und verstecken. So, die da hin. So, wo ist denn... Warte, werfen nicht, Warp auch nicht, heben. Erledigt. Okay, das müsste es, denke ich, gewesen sein. Da hinten ist schon das Wasserventil. Das war ja vergleichsweise einfach. Stufenaufstieg haben wir auch, darum kümmere ich mich gleich. Dieses erstmal hier. Das Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Naja, hätte ja sein können, dass es reicht. Wir kümmern uns erstmal um den Stufenaufstieg. Und hier, ja, bisschen Kampfbindung, erster Hilfesturm, Angriffstraining. 5% Waffenschaden, Nahkampfschaden braucht man nicht ganz so viel. Sturmgewehr, Präzision 18, wie viel stehen wir jetzt? Das war der Overkill, 16, 24. Spectre Schwing, ich muss jetzt nochmal gucken alles. Dauerte aller Talente, verbesserte Gesundheit um 7,5, maximale Präzision. Aha. Okay, machen wir mal so. Vergrößert die Menge Gesundheitsschilde, durch die Einigkeit regeneriert werden. Okay. Wunderbar. Die anderen, denke ich, sind ausgestattet. Gehen wir mal zurück. Und durchsuchen weiter die Station hier. Diese Tunnel. Hier geht's nicht weiter. Oder? Doch, hier geht's weiter. Ich nehme mal an, das sind diese Waren. Unser Fleisch. Das waren sie schon. Da hinten kommt der Alpha. Der Waren fällt durch von Projektilen durchsiebt der Boden und ist tot. Dies muss das Alpha-Tier sein, der Anführer des Raubtierrudels. Wunderbar. Also ich denke mal, hier können sie dann genug Fleisch sich sammeln. Oder was meinst du? Was haben wir hier? Ein fehlerhaftes Objekt.
Also was Kaputtes. Hinten hätten wir noch einen Schlammkanister. Mit einer mittelschweren Rüstung. Die nehmen wir natürlich mit. Ach so, siehst du, die Panzerung wollte ich hören. Energiezellen. Sehr schön. Was will man mehr? So viel Leid. So viel Tod. Und doch bleiben sie und kämpfen. Gibt's da oben noch was? Diese Kolonisten haben vielleicht nicht viel. Aber nee, das hier ist hier nichts mehr. Gut. Sie werden bis zum Äußersten kämpfen, um sie zu verteidigen. Also die Wachen sind besiegt. Und wir haben ein paar, ja, Energiezellen. Die ersten Probleme haben wir schon gelöst. Wir müssen nur noch die Wasserversorgung verbessern. Geht's da hinten jetzt durch oder nicht? Da geht's nicht lang. Aber möglicherweise... Oder kommen wir hierher? Ja, wir kommen hierher. Nein, wir kommen nicht hierher. Au, was macht er mit mir? Und was machen die da vorne? Sind die doof? Naja, wenigstens haben sie mir hier geholfen. Das war gar nicht mal so schlecht. Noch nicht aktiviert worden. So, Wasser. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig sind. Das war jetzt wir etwas knapp. Nach einem weiteren Ventil Ausschau halten. Diese Wüste hat mich doch arg in Bedrängnis gebracht, muss man sagen. Arg überrascht. Was ist das da hinten? Hallo Leute, seid ihr doof, hier rumzustehen? Sie sollten nicht dort runtergehen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Oh Mann. Das war hart diesmal. Alles was in Ordnung? Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Gether, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wie meinen Sie das? Wer außer uns sucht noch nach den Geth? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Ah! Der Mann ist am Ende. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Wie kann ich helfen? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Geben her, Mann, zappelt das. Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Ja, gut, das werden wir Achtung. Natürlich tun. Aber hört man nicht mehr hier... Achtung. So, ist da noch wer? Die Liara hat's drauf. Muss man so sagen, wie es ist. Okay, Leute, ich muss mal ganz kurz die Folge unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Tut mir leid, muss den kleinen kurzen Cut machen. Ja, kleiner wichtiger Auftrag noch, den ich nebenbei so erfüllen musste. Hier geht's nicht rein, schade. Wir haben ja diesen merkwürdigen Typen da gesprochen. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal da hinten weiter. Waffe kann ich, denke ich, erstmal wegstecken. Hier scheint es wieder ruhig zu sein. Gucken wir mal, wo es hier lang geht, oder ist hier irgendwo noch ein Wasserventil, was ihr seht. Ein Gate-Transmitter hätten wir hier. Und wo sind wir? Wir sind hier. Nee, da ist Tali, hier. Da sind wir. Auch von einer Tür, die nicht öffnbar ist. Was sonst? Das heißt, wir müssen uns erstmal wahrscheinlich zu diesem Transmitter begeben. Gut, Tali, kommt ihr mit? Diese Leute haben zwar Mumm, aber die Geth sind unbarmherzig. Mein Volk weiß das besser als jeder andere. So. Was ist das?
bewegen, klar. So bewegen sie sich wenigstens mal. Jetzt bleiben die davon wieder stehen. Schlimm. Was will man damit machen? Frauen haben halt ihren eigenen Kopf. Das Ding kann ich nicht aktivieren. Das war schon aktiviert. Okay, zu dem Gate-Transmitter müssen wir da durch. Ja, hier rein. Oh, oh. Fast gut. So. Kommen die Mädels jetzt oder nicht? Schlimm mit denen. Ich mach das mal anders. Speichern. Mal gucken, ob sie dann wieder kommen. Laden. Schnell speichern, ja. Weil alleine möchte ich hier dann doch nicht durch. Ah, da seid ihr ja wieder. Willkommen zurück. Oh. Ich hab doch gespeichert. Manu. Dann gehen wir halt wieder hin. Auf jeden Fall rennen sie wieder mit. Ich denke, die Viecher da hinten in diesem Hinterhalt werde ich auch so nochmal hinkriegen. Halt. Wie lang? Und dann sehen wir weiter. Okay, hier waren wir schon. Das Ding ist jetzt auch wieder aktiviert. Hm, lustig. Ja, wie gesagt, das Spiel hatte und hat immer noch ein paar kleine Bugs. Bei Mass Effect 2 wird es dann auf jeden Fall besser werden. Aber trotzdem ist es, ja, ein Spiel wert. Erledigt. Kam da noch die Angriffsdrohne oder ist die schon weg? Scheint es auch zu unterlegt zu haben. Hm, mit den Mädels geht das einfach besser. Oh ne, da ist er ja. Bumm. Okay, weiter geht's. Uah. Sind das Kokraner? Nicht schon wieder. Was machen Kroganer hier? Sind die doof? Ach so, stimmt ja. Die geht arbeiten ja mit irgendwelchen Kroganern zusammen. Nur warum? So, wie stehe ich jetzt wieder auf? Welche Taste wartet das gleich? Och, Manu. Muss ich nachgucken. Leute, tut mir leid. Steuerung. Codex, navigieren, rückwärts, stürmen, bewegen. Ja, die Umschalttaste, Bewegungsgeschwindigkeit, ducken. Linke STRG-Taste. War ich so weit unten? Zack. Okay. Tut mir leid. Kann man sich ja nicht alles merken. So, wir haben hier ein Upgrade-Kit, das nehmen wir. Sie haben versucht, hoppla, sich hier ein Leben, ja, aufzubauen. Das nehmen wir und natürlich mit. Geblieben sind ihnen nur Ruinen. Ja, noch sind wir vielleicht nicht ganz fertig. Ein Technik-Kit, auch alles mitnehmen. Und dann diesen Transmitterturm. Kann man den. Sollten vielleicht ein bisschen zurückgehen. So, hinüber. Wunderbar. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt gemerkt haben, dass dieser Transmitter im Arsch ist. Und ja, wir neuerlich in einen Hinterhalt laufen. Wir werden sehen. Hier ist es nicht. Eigentlich müssten wir uns nur noch um das Wasser kümmern, richtig? So, das Ding ist zu. Hier war das mit dem Waren, genau. Ach, hier gab es aber auch kein Wasser mehr oder sowas. Energiezellen entfernen haben wir ja schon, ne? Ja, so. Kann ich auch nichts machen. Weil es nicht angezeigt wird. Hm. Nur nicht, dass das Ding in die Luft fliegt. Also nicht zu viel auf den Kraftstofftank, Kraftstofftank schießen. Das macht sich nicht so gut im Lebenslauf. Ja. Zumindest nicht, wenn man direkt daneben steht. So. Wo war denn dann? Ich guck mal, hier muss ja irgendwo noch was sein.
Hinten haben wir auch noch ein paar Geht. Ah. Gut. Sehr gut. Mit dem ja, erfolgreichen Gefecht beenden wir auch die Folge. Und das nächste Wasserventil suchen wir dann in der nächsten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.